ersten Tutorial zum Thema Pflanzen in der Blender Game Engine werde ich zeigen, wie man die simpelste dieser hier gezeigten Pflanzen selber animieren kann, und zwar in diesem Fall der Farn. Allgemein seien noch ein paar Sachen dazu gesagt, zum Beispiel erst einmal nochmal die Wichtigkeit der Pflanzen hier zu betonen, weil ohne Pflanzen würde die Szene ja ziemlich leblos und allgemein eben nicht natürlich wirken. Wenn man sich das hier einmal vergleicht, dieselbe Szene hier nur einmal ohne die Pflanzen, sieht einfach eben nicht vernünftig realistisch aus, weil in der Realität eben nur mal Pflanzen vorkommen, und deshalb geht es sie hier auch umzusetzen. Die Pflanzen sehen wahrscheinlich komplizierter aus, als sie im Endeffekt eigentlich gemacht sind. Und ja, dann werde ich mir hier erst einmal nur die Ebenen raussuchen, die ich hierfür in diesem Fall auch brauche, und dann einfach einmal mit den Pflanzen anfangen. Bei den Farnen oder auch den Sträuchern oder ähnlichen braucht man eigentlich im Endeffekt nur die richtige Textur, und der Rest ist eben es einfach nur gut in Szene zu setzen. Für den Farn fange ich hier erst einmal mit einer Fläche an und diese positioniere ich mir hier einmal im Raum, sodass ich es auch hier gut sehen kann. Und nun heißt es, dass man da ein paar Sachen vorbereiten muss. Unter anderem möchte ich jetzt den Mittelpunkt nach da hinten verschieben, weil wenn man das zum Beispiel skalieren will, dann würde man das hier überall in dieser Achse skalieren. Wenn man eigentlich im Edit-Mode mit Steuerung gedrückt gehalten hier da rüber zieht, dann skaliert man das nur an dieser Achse, und das ist von Vorteil. Nun werde ich das auf der Y-Achse um 2,5 skalieren, um ungefähr so die Form von dem Blatt erst einmal hinzukriegen. Und nun erstellt man sich gleich ein neues Material. In diesem Fall einfach hier auf neues Material drücken, sollte man hier gleich Farn eingeben oder welche Pflanze man auch immer gerade macht. Und als kleinen Tipp, man muss hier nicht reinklicken oder so, man kann einfach nur mit der Maus rüber, dann STRG C drücken, und wenn man sich dann eben die entsprechende Textur dafür anlegt, hier einfach STRG V, und schon hat man gleich auch denselben Namen. Hier natürlich bei dem Typ von Clouds auf Image or Movie umschalten und sich dann eben das entsprechende Bild auswählen. Ich nehme hier eins von cgtextures.com. So, Pflanzen und so. In diesem Fall dieses hier. Und da sehe ich schon, dass es ungefähr falsch war von den Dimensionen her. Ich möchte es aber trotzdem besser UV unwrappen. Und dafür öffne ich mir hier einfach ein UV Image Editor Fenster. Und noch ein kleiner Tipp, wenn man viele Texturen hat, wie ich es in dieser Szene hier zurzeit habe, kann man auch einfach hier über den Texturnamen einfach rüber, STRG C, dann hier raufdrücken, STRG V, und schon hat man gleich die Textur, die man will. Dann kann ich jetzt einfach nach Projection from View das Ganze unwrappen, hier hinskalieren. Und hier muss ich hier natürlich auch noch sagen, bei den Texturkoordinaten, dass er auch die UV-Koordinaten verwenden soll. Und nun werde ich das Ganze so positionieren, dass es hier am Ende des Stiels unten eine Ecke ist. Dass da oben ein bisschen frei ist, das kann man ruhig so lassen. Wenn nicht, dann kann ich das hier einfach noch ein kleines bisschen wieder skalieren, wieder neu ausfalten, hier dorthin positionieren. Aber das reicht eigentlich auch nur an Aufwand. So. Naja. Und nun gibt es noch ein paar weitere Einstellungen mit in den Materialien vorzunehmen. Unter anderem hier zum Beispiel noch die Geometrie zu aktivieren, damit es besser aussieht. Dazu auch noch ein kleiner Tipp: Wenn man nämlich nur die normale Geometriefunktion verwendet, sieht das in den meisten Teilen nicht ganz so gut aus. Man kann nun natürlich noch eine entsprechende Extra-Textur verwenden, wenn man sich zum Beispiel eine Bump-Map angelegt hat. Allerdings diesen Aufwand mache ich mir nicht. Ich schalte hier einfach nur bei dem Space von Object-Space auf Texture-Space um. Da habe ich normalerweise mal bessere Resultate. Und werde hier nun mal einen Wert verwenden, der ganz vernünftig aussieht. In diesem Fall 1,5 dürfte gehen. Dann stelle ich hier gleich auch noch alles wieder auf hoch, das mache ich allgemein immer so. Und bei der Specularity, daran kann man auch etwas drehen, das entscheidet eben darüber, wie glänzend hier die Pflanze sein soll. Die Hardness, die entscheidet darüber, naja, wie hart in diesem Fall eben die sogenannte Spiegelung sein soll. Die setze ich von den normalen 50 bzw. 51 auf 100 und die Specularity auf 0,25. Dieses Bild, was man für die Textur verwendet, sollte natürlich auch einen Alpha-Kanal haben, das haben die meisten. Da muss man hier einfach nur noch Alpha aktivieren, dann wieder hier rüber in die Materialeinstellungen gehen und dann bei Transparency den Haken reinsetzen und unter Set Transparency Alpha runterdrehen. Bei den meisten Bildern dürfte es so sein, und wenn man die neue Blender-Version verwendet, dass bei den Realzeitschatten auch gleich die Alpha-Textur für die Schatten mit berücksichtigt werden. Und falls nicht, kann man da noch mit Cycles einiges machen, aber darum geht es ja hier in diesem Fall nicht. Und nun muss man das Ganze noch ein kleines bisschen bearbeiten. Man kann in Edit Mode gehen, nur mit STRG R an
dieser Länge jetzt hier einen Loop Cut hinzufügen. Das Ganze einfach hier ein bisschen anheben. Dann noch in der Mitte einen Loop Cut hinzufügen. Dann hier noch einen. Dann kann man die auch noch gleich ein bisschen verziehen, weil wenn man sie nach oben verzieht, verzieht man die Texturen und das kann man damit wieder ein kleines bisschen ausgleichen. Das verschiebe ich hier gleich noch rüber und mache hier noch einen weiteren Loop Cut. Dann schalte ich hier auch noch über das Menü, was ich mit hier aufrufe, beim Shading von Flat, was es zurzeit ist, auf Smooth, damit es eben nicht so blockig aussieht. Dann sei auch dazu gesagt, dass man den Farn zwar hier nun von oben sieht, von unten allerdings nicht. Und dazu muss man in Materialeinstellungen einfach nur das Backface Cooling deaktivieren. Nun hat man ein Blatt von dem Farn und der Rest geht dann relativ schnell. Da wir hier das am Mittelpunkt ausgerichtet haben, kann ich das einfach kopieren, ein bisschen drehen und mit Doppel-R so ein bisschen im hier freiem Raum rotieren. Bei Pflanzen sollte man sich auch angewöhnen, dass man nie wirklich exakt arbeitet oder eben exakte Werte verwendet, weil das eben in der Natur nicht großartig vorkommt und um es natürlich wirken zu lassen, kann man auch einfach mal ein bisschen ungenauer arbeiten. Hat man all das, kann man dies hier einfach kopieren, ein bisschen kleiner machen, hier noch einmal ein kleines bisschen drehen und etwas rotieren. Und damit hat man im Grunde genommen schon seinen Farn. Nun kann man diese Objekte mit STRG J, wenn alle selektiert sind, auch noch zusammenführen. Allerdings nun fällt schon auf, dass man einige seltsame Schattenfehler hat. Zumindest wenn ich das hier einmal kurz zeige. Also nicht genau genommen Schattenfehler, sondern Schatten, die das Objekt selber auf sich wirft. Und auch mit dem Alpha-Kanal stimmt das manchmal nicht überein. Und das liegt dann an der Überblendungsmethode. Sollte man hier von Opak auf Alpha-Clip wechseln. Soweit ich weiß, ist das etwas rechenintensiver. Sieht dafür allerdings dann auch besser aus. Nun geht es eben darum, diesen Farn auch noch entsprechend gut im Raum zu positionieren. Weil der Farn ist meistens auch dafür da, oder eben auch andere Pflanzen, dass sie eine Art Lückenfüller sind oder einfach unschöne Ecken abdecken können. Wenn man nun zum Beispiel noch entsprechende 2D-Shader hat, oder es eben auch baked, aber ich verwende da meistens immer 2D-Shader, zum Beispiel fürs Ambient Occlusion kann man die immer gut in der Ecke platzieren. Dadurch wird die ganze Ecke ein bisschen dunkler, wie es eben auch in der Realität nun einmal wäre. Und die Ecke sieht einfach nicht mehr nur so, naja, simpel aus. Hier zum Beispiel sieht man, dass das sich relativ gut hier in die Umgebung einführt. Farne sind ja auch meistens immer da, wo es etwas schattiger ist. Durch das Ambient Occlusion Script sind ja auch gleich darum noch ein paar Schatten, könnte man sie nennen. Und nun geht es eigentlich im Grunde genommen nur noch darum, dass man diesen Farn eben ein bisschen kopiert, in der Größe verändert und eben an ähnlichen Orten platziert. Man kann sich natürlich jetzt auch noch zwei verschiedene Arten von Farn machen. Einer, der für Ecken geeignet ist und einen, den man einfach nur frei im Raum rumstehen lassen kann. Aber das sollte es denn zunächst einmal nur für den Farn gewesen sein. Kann sich das hier noch einmal ruhig angucken. Nun zumindest sehen diese Ecken schon ein bisschen besser aus. Diese Methode kann man dann eben den ganzen Rest ausschmücken oder auch andere Pflanzen machen. Und irgendwann geht es dann mit.